Oh, dann komme ich aber jetzt zu dem Gast unseres heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass Adam Davla hier ist und seinen Film präsentieren wird. Herzlich willkommen. Adam Davla ist in Bangladesch geboren, obwohl Ostpakistan habe ich hier stehen. Das war damals noch Ostpakistan, genau, später Bangladesch. Hat aber den größten Teil seines Lebens eigentlich eher in anderen Ländern verbracht, viel in Europa, in Nordamerika, Südamerika. Eigentlich war international immer unterwegs. Hat auch sehr verschiedene oder sehr unterschiedliche Jobs oder Arbeiten gemacht. Unter anderem war er Nachrichtensprecher in den USA und in Bangladesch. Und er war auch hier in Deutschland in den 80er Jahren Mitglied eines Produktionsteams, die für einen Fall für zwei gearbeitet haben. Also damals schon in Bezug zum Kino. Das Kino hat ihn, glaube ich, nie so richtig losgelassen, sondern immer wieder hat er sich mit Kino beschäftigt, obwohl es eigentlich nicht sein Hauptberuf ist, um das so zu sagen. Genau, er hatte 2010 in Wiesbaden einen Film gedreht über den Wiesbadener Knabenchor, zusammen mit Raphael Postpili, ja genau, interessanter Name. Und er wurde dann auch teilweise, also auch in Deutschland, in den Kinos gezeigt. Und Beuschemo, Journey to the Heart, ist sein erster Abendfüller da Spielfilm. Ich glaube, jetzt sitzt du schon wieder an neueren Projekten, aber vielleicht können wir dazu später noch ein bisschen was erzählen. Und ja, dann vielleicht erstmal so weit von meiner Seite. Willst du noch ein paar Worte vorab sagen? Ja, vielleicht noch ganz kurz, ja. Also herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Es überrascht mich nicht, dass ich hier bin, sondern dass Sie hier sind, ja. Denn ein Film aus Bangladesch bedeutet für die meisten Leute überall gar nichts. Und die Leute wissen gar nicht viel über Bangladesch Bescheid. Und daher bedeuten die Filme eigentlich ebenso wenig. Aber ich bin Ihnen eher dankbar, dass Sie hier sind, weil wir jetzt eine Gelegenheit haben, Ihnen ein Bild von dem Land zu geben. Vielleicht kein richtig positives Bild, denn der Film ist ganz ehrlich gesagt ein klein bisschen eher auf die negative Seite gestützt. Aber ich wollte die Realität von dem Land zeigen, ja. Und ja, dazu können wir dann später vielleicht noch etwas sagen, wenn Sie neugierig werden und wenn Sie Fragen haben. Erstmals vielen Dank und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ich fange mit einer ganz einfachen Frage an. Vielleicht, also wie hast du das Projekt entwickelt? Wie bist du vielleicht wirklich auf die Idee gekommen, das Projekt entwickelt und auch die Produktionsbedingungen, weil wenn ich jetzt den Abspann sehe, taucht der Name sehr oft aus. Also du hast sehr viel auch selber gemacht. Genau, vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen. Vielen Dank, ja. Also ich werde es so kurz machen wie möglich. Die Tatsache ist, dass ich eigentlich selten in meinem Leben in Bangladesch gelebt habe. Und als ich im Jahre 2010 dort ankam, das allererste, was mir aufgefallen ist, ist gerade diese Diskriminierung der Menschen, der zwischenmenschlichen Beziehung war eigentlich also eine extrem negative Sache, die mir sofort aufgefallen ist. Ja, die Leute hatten extrem wenig Respekt und Liebe für Kinder, was mich sehr geschockt hat in Bangladesch. Zum Beispiel, wenn ein Autofahrer, also egal was für ein Fahrer, entweder ein professioneller Fahrer oder ein Amateurfahrer, wenn man Auto fährt und ein Kind versucht, die Straße zu überqueren, sie stoppen nicht, sie hupen einfach und fahren weiter, ja. Und wo nötig überfahren das Kind, aber stoppen einfach nicht. Und das fand ich sehr, sehr schockierend in Bangladesch. Und ich habe gedacht, ich muss einfach einen Film machen, das zeigt, wie viel Disrespekt wir voreinander haben. Ja, wir haben, also in Bangladesch ist es so, wenn Ausländer dort ankommen, werden die respektiert, werden sie sehr geliebt, sie werden sehr gut behandelt. Aber zwischen den Bengalen fehlt einfach dieses Gefühl. Hatte ich wenigstens den Eindruck. Danach, also ich bin 2010 dort angekommen, 2013 habe ich diesen Film angefangen, 2014 war ich schon fertig und dann kam er ins Kino. Und ganz ehrlich gesagt, also viele meiner Landsleute waren nicht ganz glücklich darüber, ja? Denn ich habe Wahrheiten gezeigt, die man einfach nicht zeigen möchte.
vor allem, weil es halt eine kulturelle Sache ist. Und für mich war das vielleicht nicht normal, dass sich die Menschen gegenseitig so behandeln, aber für die Leute, die dort leben, scheint es völlig normal zu sein. Ja? Und alleine wegen des Themas habe ich natürlich überhaupt keine Unterstützung gehabt in dem Film. Ich musste ihn praktisch selber finanzieren, habe später, also eine Person aus Deutschland, eine Amerikanerin und am Ende einen Bengalen als Co-Produzenten gehabt, die eigentlich sehr geringe Summen investiert haben in den Film, aber ich musste extrem vieles übernehmen und deswegen war es auch sehr schwierig, weil ich einfach kein Geld hatte, ein Projekt dieser Dimensionen zu Ende zu führen, so dass ich selber sehr viele Verantwortungen übernehmen musste. Also teilweise sogar die Musik und den Schnitt des Filmes hab ich selber gemacht. Ich bin ja kein professioneller Cutter. Und dann, ich habe sogar heute gemerkt eigentlich, dass diese Version ist vor der Farbkorrektur. Die Farbkorrektur haben wir eigentlich nur für die Kinoversion gemacht. Aber diese Version habe ich also, das ist ein Director's Cut sozusagen. Und deswegen sieht man so viele, also Makeln, sagen wir so, an den Farben und so. Also das war meine Antwort auf die erste Frage. Genau, was ich auch sehr interessant fand, war eben gerade diese Szenen in den Slums oder so, weil das jetzt doch sehr viel auch sehr dokumentarisch wirkt. Und dann schließt sich auch die Frage an, eben die Leute, die da mitgespielt haben, das sind wahrscheinlich überwiegend Laienschauspieler und es wird aber auch noch so eine Theatergruppe erwähnt, genau so ist es. Also habe ich auch erzählt, ich wollte etwas Dokumentarisches hervorheben, dass man im Ausland, meine Absicht war, diesen Film mehr im Ausland zu zeigen als in Bangladesch selbst. Und ich wollte, dass man ein richtiges Bild kriegt. Ja, gut, es gibt Slumbewohner. Es bedeutet nicht, dass sie immer unglücklich sind, aber die Tatsache ist, dass wir sehr viele Slums haben. Ja, vor allem in der Hauptstadt Dhaka um und herum. In den Slums, und das ist ja das Interessante, gibt es eigentlich eine Theatergruppe. Und das ist eine Theatergruppe im Slum selbst. Und diese Kinder, die man in diesem Film gesehen hat, haben auch in vielen anderen Filmen gespielt. Ja, und die sind also richtige kleine Schauspieler, die eigentlich auch ein gutes Geld damit verdienen. Also keiner von diesen Schauspielern stand zum ersten Mal vor der Kamera. Ja, das sind alle erfahrene kleine Schauspieler. Und der Junge, der die Hauptrolle gespielt hat, schon mit 2,5 Jahren angefangen, im Fernsehen aufzutreten. Also der ist ein ziemlich bekannter Schauspieler in Bangladesch. Und zum Glück studiert er jetzt in Deutschland. Ja, er studiert in Nordrhein-Westfalen, in der Rhein-Waal-Universität. Und ich bin sogar dabei, mit ihm einen Kurzfilm jetzt zu machen hier in Deutschland, ja, in Englisch. Um die Frage zu beantworten, die vielen Szenen in den Slums waren absichtlich. Und ich wollte genau dieses Bild vermitteln, dass die Leute im Slum eigentlich ein sehr, sehr intensives Leben haben. Und dass die eigentlich die Mehrheit von Bangladesch sind, ja. Die Reichen sind eigentlich eine Minderheit, ja. Und man sieht, ich glaube, auch von den ersten Bildern sieht man den großen Unterschied, wie die zum Beispiel in die Stadt fahren, wie ein reicher Junge in die Stadt fährt, ja, mit seinem privaten Fahrer und so. Das sind Realitäten, ja, und der Unterschied ist wirklich krass. Ich glaube, die Bangladeschis, die dort leben, merken das gar nicht. Aber ich war ja selber ein Außenstehender, als ich dort ankam, ja. Und es ist mir sofort aufgefallen, dass es diesen großen sozialen Unterschied gibt. Und das wollte ich halt in dem Film irgendwie hervorheben. Ja, genau. In der Regel ist man ja meistens in seiner Welt drin und nimmt die andere Welt eben eigentlich gar nicht wahr. Richtig. Und das kommt dann auch in dem Film ganz gut rüber. Ja. Genau. Gibt es vielleicht schon Fragen aus dem Publikum? Ja, dann komme ich rüber. Ich bringe das Mikro dann. Aber eine Anmerkung, dieser junge Mann, das ist also sehr typisch für Nordindien. Ich kenne also Bangladesch nicht, aber ich kenne Nordindien, vor allen Dingen Westbengalen auch. Die Mittelklasse und Oberklasse, die verwöhnen ihre,
Jungens, ihre Söhne, in einer ganz unverantwortlichen Art und Weise. Und das Ergebnis sieht man dann. Das ist sehr gut rausgearbeitet. Und deswegen muss man wirklich erstaunt sein, dass es manche doch noch schaffen, die Kurve zu kriegen und zu ordentlichen Menschen zu werden. Aber das mit dem Autofahren, tut mir leid, es ist nicht nur bei Kindern so, das ist bei allen Menschen so. Ne? Die fahren in einer unverantwortlichen Art und Weise, die nehmen überhaupt keine Rücksicht. Also das, was bei uns eigentlich selbstverständlich ist, am Zebrastreifen zu halten, das gibt es dort nicht. Ne? Ja. Das als zweiter Punkt von mir nochmal. Ne? Ja, vielen Dank. Also ich möchte noch dazu sagen, dass es diese Figur von dem Jungen, der die Hauptrolle gespielt hat, also den Jamie heißt der Film in dem Film, ist ein typischer Junge aus einer reichen Familie in Bangladesch. Der hat überhaupt keine Rücksicht auf die Tatsache, dass sein Vater sehr hart arbeiten muss, um dieses Geld zu verdienen. Ja? Und wenn er den Vater praktisch herausfordert und sagt, ich werde mehr Geld verdienen als du, denkt er nicht ein zweites Mal darüber. Er denkt einfach nicht darüber, dass es so schwierig sein kann, Kochtöpfe zu verkaufen, dass der Vater also Weltreisen machen muss, um diese Kochtöpfe zu befördern. Er denkt, du nimmst einfach einen Kochtopf in die Hand und es wird verkauft. Und in dem Film zeigen wir ganz deutlich, dass es nicht so ist halt. Ne? Das war also ein Punkt und jetzt habe ich den zweiten Punkt eigentlich vergessen. Ich wollte noch was dazu sagen, aber es tut mir leid, vielleicht kommt es wieder. Ja, hallo, vielen Dank, der Film hat mir echt gut gefallen. Also, ich bin wirklich, ja, das war eine coole Story, war cool gemacht. Eine Anmerkung und zwei Fragen vielleicht. Was mir echt aufgefallen ist in der ersten Szene schon, dass der Score relativ gut war. Es ist mir hinterher beim Durchlesen aufgefallen, dass das relativ viel von irgendjemandem unter Creative Commons rauskommt. Das hat mir persönlich gut gefallen und es war tatsächlich ein sehr, sehr cooler Score. Das sehe ich auch nicht oft in Filmen verwendet, so Creative Commons Musik. Vielleicht auch manchmal, eigentlich ganz cool mal, manchmal, wenn man wenig Budget hat, dass man dann auch mal ein Beispiel sieht, dass man relativ viel gutes Zeug damit machen kann. Zu den Fragen, was mir, also ich bin überhaupt nicht, ich bin nicht firm mit der Sprache in Bangladesch, deswegen war ich so überrascht von diesem Mix aus Englisch und Bengal, das da gesprochen wurde. Bengalisch. Ist das typisch oder ist das so ein, vornehme Leute, Spleen, um sich irgendwie abzuheben, weil es war ja irgendwie sichtbar, dass unter Wohlhabenden das eher üblich war als unter den einfachen Leuten. Und die zweite Frage wäre, wo war denn der Film schon überall zu sehen? Um die erste Frage zu beantworten, zum Glück haben wir einen halben Bengalin hier, der ist eigentlich Deutscher, der ist hier in Deutschland geboren, aber von bengalischen Eltern, ein junger Mann. Wie alt bist du eigentlich, so etwa 30? Wow, er sieht so jung aus. Und er wird es ganz bestimmt bestätigen, weil er schon mal in Bangladesch war, dass in allen Gesellschaftsschichten eigentlich praktisch die ganze Zeit in zwei Sprachen gesprochen wird. Ja? Also man spricht die Hälfte des Satzes in Bengalisch und den Rest in Englisch. Und das kommt auch sehr viel in Indien vor. Ja, in Indien, Nepal, Bhutan, also überall in Südasien ist es typisch. Zweitens, wo war der Film zu sehen? Ja, wir haben besondere Vorführungen hier in Deutschland gehabt. Bald nachdem wir mit dem Film fertig waren, haben wir in Frankfurt sogar einige Aufführungen unter den Bengalen gehabt. Also es kamen, ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Veranstaltungen hatten wir hier. Und dann in Paris auch, besonders mit der bengalischen Gesellschaft. Und dann hat später ein deutscher Lehrer die Initiative praktisch selber aufgenommen, diesen Film in seinen Schulgruppen zu zeigen, was ich eigentlich sehr, sehr schön fand. Denn ich glaube, die Wahrheit ist auch nicht so weit auch von Deutschland, dass die jungen Leute allmählich immer materialistischer werden und dass sie auch mal keinen Respekt mehr vor den Eltern haben, dass die Eltern wirklich arbeiten müssen für dieses Geld, das sie bekommen. Ich denke, in dem Sinne ist dieses Thema eigentlich praktisch universal. Ich meine, ich habe auch in Lateinamerika gelebt und dort war es auch nicht besser. Ja, in Brasilien, Argentinien, Chile, Uruguay, Paraguay, ich habe überall gelebt, ja. Und es war genauso schlimm wie in Bangladesch auch mit den jungen Leuten. Die sitzen sich an den Tisch zum Essen
Und die Dienerin steht da und die stehen nicht auf, um sich ein Glas Wasser von dem Kühlschrank zu holen. Ja, aus dem Kühlschrank. Sie sagen, hey, hol mir ein Glas Wasser. Und sie sind nie höflich zu den Dienern. Ja? Das heißt immer, ey, und nicht, also als hätten die Diener keinen Namen. Ja? Und genau das habe ich auch versucht, so ein bisschen als Porträt praktisch hervorzuheben in dem Film. Ja? Wo wurde sonst gezeigt? Ja gut, in Indien gab es, Entschuldigung, ich muss das sagen jetzt, dieser ist der erste bangladeschische Film, der in den indischen Kinos überhaupt zugelassen wurde. Aus dem einfachen Grund, dass die meisten bangladeschischen Filme, vielleicht 98%, sind einfach sehr schlechte Kopien, Nachmachungen von indischen Filmen. Und dieser Film war ein originales Thema, bitte? Ja, die sind schon schlecht genug. Ne? Und dieser Film war eigentlich absolut originell. Die Idee kam direkt aus meinem Kopf, das Drehbuch auch und alles Mögliche. Ja? Und deswegen wurde er von Indien akzeptiert. Ja? Er kam auch mal, er wurde auch in einigen Filmfestivals gezeigt, in New York und Indien, Malaysia und so weiter. Also, ich meine, ich bin ja auch nicht überall hingeflogen. Haben wir noch eine Frage? Ich erlaube mir mal, was zu ergänzen, weil die Beobachtung war sehr gut. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die gebildeten Leute oder die vornehmeren Leute meinen, das damit ausdrücken zu können, indem sie dann sagen, zeigen, dass sie gebildet sind in Englisch sprechen. Ja, die switchen, das ist sogar in den Nachrichten im Fernsehen, das ist total üblich. Ja, da werden irgendwelche auf Bengalisch irgendwas gemacht und auf einmal switchen die in Englisch, weil die damit zeigen, wir sind was Besseres. Ja. Also mir hat der, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich komme aus Bangladesch, ich bin mit 2 Jahren hierher gekommen, also ich bin da geboren, kleine Korrektur. Und bei mir ist es so, ich habe den Film sehr genossen, ich fand ihn sehr kurzweilig, weil der tatsächlich die Realität doch sehr, sehr genau zeigt. Danke. Und bei mir hat es auch gedauert, ja, weil ich eigentlich hier groß geworden bin und dann hat das erst gedauert, bis man vielleicht erwachsener wird und die Dinge anders sieht und erstmal lernt zu erkennen. Und das, was du hier zeigst, hast du auch schon ein bisschen angedeutet, ist ein Problem, das haben wir weltweit. Also es ist nicht nur was in dritte Weltländer. Ja? Das haben wir in Deutschland genauso. Ja, diese Schere, die auseinandergeht, es wird nur anders umgegangen damit. Ja? Die Deutschen, die verstecken ihr Geld, ja? Da will keiner was zeigen. In Bangladesch ist es so, ja, da gibt man gerne mal an, wenn man einen Mercedes hat oder so. Ja? Und ich glaube, und wenn man genau drauf guckt, ja, gehören immer 2 dazu. Also die Reichen sind nicht die Bösen, ja, und die Armen, die bemitleidenswert sind, ja, weil wieso baue ich mir eine Festung, ja, weil ich den, der mich beklauen will, und das hast du super schön in dieser, das ging ja auf und ab mit dieser Beziehung, dass der Junge dem helfen wollte, aber da hast du schon gedacht, naja, der lebt auf der Straße, so ganz trauen würde ich dem nicht, und dann war das aber so, irgendwie hat er ihm geholfen, hat ihm was zu essen gegeben und so. Und dann denkst du, vielleicht entsteht doch eine Freundschaft zwischen 2 Welten und dann wird er doch beklaut. Also es war schon spannend, aber das zeigt einfach die Realität, dass man sagt, der eine hat nichts, der andere hat viel, ja, der will aber nichts abgeben, er kennt die Welt nicht, er sieht nicht das Wichtige und der andere kämpft einfach ums Überleben. Und ich finde es schön, sowas nochmal vor Augen zu bekommen, auch in dieser krassen Art und Weise. Aber in Deutschland, muss ich sagen, gibt es das auch, aber nur auf eine andere Art. Ja. Ja, also ich bin der Anerkennung natürlich sehr dankbar, weil viele in Bangladesch sehen das überhaupt nicht so ein. Also die betrachten das gar nicht so, weil sie ihre Fehler nicht anerkennen können. Ja? Sie finden das alles normal, dass es überhaupt einen Abstand zwischen Reich und Arm gibt. Also meine Kollegen, ich habe eine Zeit lang beim Fernsehen dort gearbeitet, wie angedeutet wurde, ich war dort Fernsehnachrichtensprecher. Und ich war wahrscheinlich der einzige Mensch in Bangladesch, der ins Restaurant gegangen ist und seinen Chauffeur mitgenommen hat. Also das war total unvorstellbar, ja. Ich habe immer gesagt, Sie kommen mit, Sie sind mein Fahrer und ohne Sie komme ich in diesem Land nicht zurecht, denn ich kann hier nicht Auto fahren. Also in Deutschland fahre ich, heute bin ich auch Auto gefahren, aber in Bangladesch kann ich nicht Auto fahren, weil der Verkehr so sehr chaotisch ist, ja. Und der Fahrer konnte selber nicht glauben, dass ich ihn zum ersten Mal
eingeladen habe, mit mir ins Restaurant reinzugehen. Er hat gesagt, das gibt's doch gar nicht, das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe gesagt, ja, ich mach's aber. Ja? Und wir sind ins Restaurant gegangen zusammen. Also das sind halt die krassen Unterschiede und die Leute denken, das ist normal. Ja, und genau das wollte ich halt in dem Film zeigen. Ich bin froh, dass Sie einen Bangladeschi hier haben, der das bestätigen kann. Ja? Vielleicht noch eine Anmerkung. Die letzte Szene, wo er den Hamburger aus dem Mülleimer fischt, das können Sie auf der Zeile genauso sehen. Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Ja, das ist traurig, aber wahr, ja, und das ist die Realität überall mittlerweile, ja. Und wie gesagt, ich habe auch in anderen Drittweltländern gelebt, nicht nur in Bangladesch, und diese Szene ist mir also aus dem Leben bekannt. Ja. Ich danke Ihnen, ich fühle mich geehrt. Also ich bin sehr dankbar, weil, wie gesagt, ich habe diesen Film eigentlich nicht für die Bengalen gedreht, sondern um der Welt zu zeigen, wie Bangladesch ist, auch wenn viele Bengalen dagegen sind. Ja? Also der Haupt von dem Film Development Corporation von Bangladesch hat mir zwar bei dem Film viel geholfen, indem er mir ein Studio vermietet hat und so weiter. Ich bin praktisch Ausländer in Bangladesch, ja? Und Ausländer dürfen die Filmstudios dort gar nicht benutzen. Ja, er hat mir aber trotzdem geholfen, er hat mir Zugang gegeben zum Studio, und später ist er auf mich zugekommen, denn ich habe den Film bei den vielen Botschaften in Bangladesch gezeigt und in den Häusern der Botschafter, normalerweise, die sind alle Freunde von mir gewesen, und er kam auf mich zu und hat gesagt, warum zeigst du ein dermaßen negatives Bild von Bangladesch? Ich habe gesagt, warte mal, das ist nicht negativ, das ist die Realität einfach, ihr wollt es nicht akzeptieren. Ja, aber so ist es halt, ne? So, also ich bin jedenfalls sehr, sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, dass Sie einen Eindruck bekommen haben, und ob negativ oder positiv, wenigstens ist es halt ein reales Bild, ja? Und ja, danke Ihnen recht herzlich. Also, ja, ich hätte jetzt noch eine Frage, noch mal so ein bisschen zu der Filmszene in Bangladesch, weil eben hattest du schon gesagt, dass sehr viel so billige Produktionen irgendwie gedreht werden, aber gibt es auch so etwas wie ein unabhängiges Kino, oder gibt es was gibt es, oder ja, das ist für diejenigen, die ein Festival jetzt erst seit ein paar Jahren, und da würde mich noch vielleicht ein bisschen vor allem interessieren. Ich weiß nicht, ob es hier auch Independent Filmmakers gibt, die gerade hier sitzen heute Abend, oder ich weiß nicht, also mit Film verbundene Personen. Es ist so, in Bangladesch haben wir immer traditionelle Filme gehabt, und traditionelle Filme, das Wort alleine bedeutet einfach eine schlechte Kopie von einem indischen Film. Mit Tanz, mit Gesang, mit Dialogen, die absolut sinnlos sind, mit übertriebenem Drama und so weiter. Es ist aber in den letzten vielleicht 10 bis 15 Jahren eine Gruppe entstanden. Also vorher gab es so einzelne Personen, die immer versucht haben, etwas Neues herauszubringen, und sie haben auch zu einem gewissen Grad Erfolg gehabt, aber wenn diese Leute von Erfolg sprechen, in einem Land von 180 Millionen sprechen wir vielleicht von Anhängern, also von Bewunderern, bis zu vielleicht 100.000 Personen, ja, die wirklich einen ernsten, guten Film sich anschauen werden. 100.000 Personen in einem Land von 180 Millionen Menschen, ja, das ist überhaupt keine Zahl, ja, und ich glaube, mein Film wurde in Bangladesch auch vielleicht von 100.000 Menschen gesehen, nicht mehr als das, ja, ich habe das Geld auch nicht zurückverdient, was ich reingesteckt habe, aber erstens, es gibt Leute, die versuchen, wirklich etwas anders herzustellen. Die Unterstützung ist absolut null. Also die reichen Leute, die helfen könnten. Also eine Filmindustrie haben wir überhaupt nicht. Es gibt eine staatliche Filmindustrie, aber was sie herstellen möchte, ist einfach Bluff. Das heißt, sie wollen nichts Reales zeigen, sie wollen nur diese Cheap Entertainment zeigen, und damit hat sich's getan. Die jüngeren Leute, also ich bin einer unter den älteren Leuten, die versucht hat, etwas zu machen. Die meisten, die was Revolutionäres machen wollen, sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, ja. Sie versuchen, unter den Freunden irgendwie etwas Geld zu sammeln und einen Film herzustellen. Natürlich leidet der Film dann unter Geldmangel.
Ja, ich meine, das sieht man nicht mal. Ich habe in diesen Film so etwa 70.000 Euro eingesteckt. Ja? Absolut von meinem eigenen Geld. Die anderen haben mir vielleicht mit so etwa 10.000 Euro geholfen. Alle drei zusammen. Ja? Und, aber Sie sehen, es sind auch sehr viele Schauspieler in diesem Film. Ja? Also, allein die Extras in dieser einen Szene, wo das Mädchen in dem Slum tanzt, es waren 350 Leute dort, die alle verpflegt werden mussten, ja, vergütet werden mussten. Es war also eine richtige Ausgabe an dem Tag. Und ohne diese Hilfe sind wir einfach nicht in der Lage, gute Filme herzustellen in Bangladesch. Ja. Ich meine, 70.000 Euro für einen Film dieser Dimension ist eigentlich in Deutschland unvorstellbar. Ja. Der einzige wir haben einen Vorteil, der zugleich ein Nachteil ist. Wir haben eine große Freiheit in Bangladesch, überall hinzugehen und zu filmen. Ja, in Deutschland ist es bei weitem beschränkter, würde ich sagen. Also, weil erstens, es gibt individuelle Rechte, die Leute werden sagen, nein, ich will nicht in deinem Film gesehen werden. Das ist schon ein Problem. Zweitens, die Bürokratie hier ist natürlich viel härter als in Bangladesch. Die Freiheit haben wir, können einfach aufs Land gehen oder in die Stadt gehen und anfangen zu filmen, ohne Erlaubnis. Das Problem, das gleichzeitig auftaucht, ist, dass wir zu viele Leute haben auf den Straßen. Zu viele Leute, die keine Arbeit haben. Das heißt, sobald sie mit einer Kamera auf der Straße stehen, gibt es mindestens 2000 Menschen, ja, um den Filmemacher herum, die mal sehen wollen, die einfach neugierig sind und gucken wollen, was hier passiert. Und die stehen da und die kriegen sie nicht los einfach. Und ich bin ein Mensch, der auf, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, ich mag sehr viel Bewegung in der Kamera, vielleicht ein bisschen zu viel, aber jedenfalls sehr viel Bewegung in der Kamera, denn ich will Leben in den Film bringen, ja. Ich will diese Unruhe in dem Jungen will ich auch rausbringen, dass der Zuschauer das auch spürt, ja. Und das kann man in Bangladesch einfach nicht machen, weil zu viele Leute da stehen. Das heißt, wenn ich die Kamera von hier bis hier bewege, zeige ich wahrscheinlich schon 200 Leute, die da stehen. Ja? Und das ist ein großes Problem für uns. Ja? Und dann das andere Problem, das merken Sie auch in ein paar Szenen von dem Film, wir haben extreme, wie heißt das, Sound Pollution, Lärmverschmutzung. Ja, das haben sie gemerkt, also wie die Leute hupen. In jedem Augenblick in Dhaka, und das hast du ja auch erlebt, wenn sie in Dhaka stehen, hören sie gleichzeitig mindestens 2000 Hupen. Gleichzeitig, die ganze Zeit, nonstop, Tag und Nacht. Ja, jeder hupt und keiner weiß, warum er hupt. Ja, und das sind Probleme, weil, ich meine, wie soll man eine Tonaufnahme machen? Ja, ich muss alles nachvertonen. Dieser Film ist praktisch hundertprozentig nachvertont. Ja, das merkt man vielleicht auch stellenweise. Ja, aber er ist hundertprozentig nachvertont, weil es unmöglich wäre, mit realem Ton zu arbeiten, mit O-Ton zu arbeiten. Ja, so das sind die Einschränkungen, die man auch hat, ja. Und dann gibt es, wie gesagt, auch Widerstand. Also wenn man, wir sind eine extrem konservative Gesellschaft, die zunehmend, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, die zunehmend islamistisch wird, nicht islamisch, sondern islamistisch wird, ja, und das ist auch wieder ein Problem, denn es gibt zu viele Dinge, die man in einem Film überhaupt nicht zeigen kann, ja, und wenn Sie die Regeln wir haben einen Board of Censors, das heißt, wenn der Film fertig ist, muss er eigentlich durch die Zensuren gehen. Und wenn Sie Ihre Regeln lesen, ist das wie eine Fotokopie des Koran praktisch. Ja? Und dann sehen Sie irgendwie mit Bestechung und so, haben Sie so viele schmutzige Szenen in dem Film. Frauen, die halt nackt tanzen und so. Und das ist absolut gegen den Regeln. Ja, aber die kriegen das irgendwie hin mit Bestechungen. Ich bin leider kein Mensch, der das durchführen kann. Ja. So, also das sind negative Sachen. Es tut mir leid, ich will nicht damit sagen, dass Bangladesch ein komplett negatives Land ist. Es gibt sehr viele gute Sachen auch. Aber unsere gesellschaftliche Struktur ist das, was Sie hier gesehen haben. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte bedanken, dass du gekommen bist. Genau. Wir sind noch einen Moment draußen, wenn noch eine Frage kommt.
Ja, also es gibt eine Webseite, ja, und ja, Sie haben das auch. Und wenn es irgendwelche Fragen aufkommen, dann, ich glaube, Sie haben, ich glaube, unter Dollar Films einfach, mein Name ist Davla, D-A-W-L-A, Dollar Films findet man die ganze Information auch im Internet, ja. Ja. Und was ist das nächste Projekt? Ja, wie gesagt, ich mache gerade einen Kurzfilm. Interessant ist, dass dieser gleiche Junge, der in dem Film gespielt hat, er ist mein Einzeldarsteller in diesem Film, der einzige Darsteller. Der ganze Film ist nur mit Telefongesprächen. Und er spielt einen Jungen aus Puerto Rico in dem nächsten Film. Ja, sein Englisch ist eigentlich sehr, sehr gut. Das merkt man in dem Film nicht, aber er spricht sehr, sehr gut Englisch. Ja? Und deswegen, und er kann einen amerikanischen Akzent 100%ig nachmachen. Ja? Und deswegen habe ich ihn genommen, jetzt einen Amerikaner zu spielen. Das ist unser nächstes Projekt. Viel Erfolg. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Und ja, herzlichen Dank nochmal. Ja, danke.